Morgens, mein Name ist Dutchman64, seit knapp 2 Jahren Let's Player und man höre und staune, 48 Jahre alt. Seit 2, 3 Wochen ungefähr geht mir ein Thema im Kopf rum, das mich letztendlich zu dieser Frage geführt hat: Was sollte ein gutes Let's Play-Portal bieten? Ihr alle kennt das Problem. Es gibt jede Menge gute Let's Player, die bei weitem nicht die Aufmerksamkeit und die Zuschauerzahlen erreichen, die sie eigentlich verdienen. Und es gab auch jede Menge Ansätze, daran etwas zu tun, auch die Let's Player in einer Community zusammenzufassen. Leider bisher alles ohne Erfolg. Ihr alle kennt solche Projekte wie die Let's Player Wiki, das Let's Play Magazin, verschiedene Kanäle mit Let's Player Vorstellungen, auch Aktionen, Let's Player stellen Let's Player vor von verschiedenen großen YouTubern und Let's Play-Kanälen. Die Liste kann beliebig verlängert werden. Jeder von euch kennt solche Anläufe und Projekte, die einfach nur im Sande dann verliefen, die nicht konsequent durchgezogen wurden, sich nicht entwickelt haben, sich nicht durchgesetzt haben und jetzt einfach nur noch vor sich hin verwesen. Besonders zum Nachdenken angeregt haben mich zwei aktuelle Projekte, nämlich Faction One und Sovi. Faction One ist ein Let's Player-Verzeichnis. Dort kann man sich also selber registrieren, füllt sein Profil aus. Seit Anfang August ungefähr gibt es diese Seite. Inzwischen sind dort ungefähr 300 Let's Player eingetragen. Diese Profile können bewertet werden von registrierten Usern und geliked werden. Das können auch nicht registrierte User machen, zum Beispiel eben die Zuschauer. Es gibt einen Minecraft-Server, man kann über die Seite einen Livestream mit Chat organisieren. Es gibt natürlich auch ein Forum und als Aushängeschild, als Kopf dahinter, vielleicht als Promoter, dienen zwei aktive YouTuber, die zusammen eine Reichweite von etwa 11.000 Abos haben. Das ist schon eine Hausnummer und Faction One dürfte dem einen oder anderen von euch sicherlich schon bekannt sein. Das Portal sovi.de geht da einen etwas anderen Weg. Es ist ein Let's Play-Verzeichnis, kein Let's Player-Verzeichnis, ein Let's Play-Verzeichnis. Dort findet ihr in einer Datenbank Let's Plays zu über 700 Spielen von ungefähr 40 bekannten und 30 etwas weniger bekannteren Let's Playern. Es gibt eine komfortable Suchfunktion, über das man das entsprechende Let's Play dann finden kann, aufrufen kann. Man kann die Folgen direkt auf der Seite anschauen. Wenn man dort registriert ist, kann man dann auch bewerten, kommentieren und das wird direkt an YouTube dann durchgegeben. Man braucht also seine Kommentare nicht zweimal zu schreiben oder zweimal einen Daumen hoch zu geben. Das finde ich schon eine richtig tolle Sache. Geht meiner Meinung nach auch in die richtige Richtung, denn das ist etwas, wovon zum Beispiel Zuschauer etwas haben. Und ja, auch hier hat man die Möglichkeit, einen Livestream mit Chat zu veranstalten. Es gibt natürlich auch ein Forum. Der Haken bei Sovi ist allerdings, dass kaum jemand diese Seite kennt. Es gibt zwar einen Kanal dazu, der 7 Videos hat, 80 Abonnenten größenordnungsmäßig. Und dieses Projekt gibt es seit einem Jahr. Warum funktioniert das alles nicht? So viele gute Ideen, so viele gute Ansätze und nichts funktioniert. Das Erste, was man dabei außer Acht lässt oder gelassen hat, ist nämlich meiner Meinung nach das Wichtigste. Hier gar nicht an erster Stelle genannt, natürlich die Zuschauer. Um die geht's doch, für die machen wir das doch alles. Und es gibt kaum ein Projekt, abgesehen von sovi.de, was also den Zuschauern, den Fans von Let's Plays irgendeinen richtigen Vorteil bietet oder einen Grund bietet, das Angebot da zu nutzen. Abgesehen, wie gesagt, sovi.de und diese Let's Plays-Shows. Mir am besten in Erinnerung ist da die Let's Play-Show, die LPR-Show von Van Bergen One Hit, ja, wo das Ganze richtig schön in eine humorvolle Show verpackt wurde, von einem tollen Sunny Boy präsentiert wurde. Link zu einer Episode packe ich euch mal in die Beschreibung. Diese Show gibt es aber eben leider seit einem Jahr nicht mehr. Die Zuschauer, um die dreht sich doch alles. Und die nutzen natürlich hauptsächlich YouTube, mehr oder weniger. Ja, haben dort ihre Let's Player abonniert,
verfolgen deren Projekte und entdecken aber doch relativ wenig Neues, Interessantes, suchen vielleicht auch nicht. Ja. Und sind ein bisschen schwierig zu erreichen, aber ja, letztendlich auch ein bisschen orientierungslos, wenn sie was Neues suchen, wenn sie was anderes sehen wollen, vielleicht mal einen neuen Let's Player kennenlernen wollen, dann stehen die letztendlich auch ratlos und verlassen da. Und den Leuten muss geholfen werden. Die zweite wichtige Komponente in dem System, in diesem Zusammenhang, sind natürlich die Let's Player. Und die dürfen wir auch nicht ungeschoren lassen. Da müssen wir uns mal ganz einfach an die eigene Nase fassen. Wenn ich mir zum Beispiel in den Foren von Sovi.de und Faction One oder auch an anderen Orten die Profile von Let's Playern angucken, was die über sich selber schreiben, dann ist das meistens der klassische Dreizeiler. Ich bin der und der, ich mache das und das, schaut vorbei. Rechts habt ihr mal eine kleine Auswahl von Profilen von Faction One. Kennt ihr sicherlich alles. Wenn ich schon als Let's Player über mich nicht mehr zu sagen habe als diese drei Zeilen, um mich zu promoten, um mich vorzustellen, wenn ich schon die Chance habe in so einem Profil, ja, dann mache ich doch da ein bisschen mehr als diese drei Zeilen. Ja? Also wer da einfach in so einem Forum, die bei, sowohl bei Sovi.de als auch bei Faction One, ich nehme mal an, das Let's Play Forum ist ähnlich, die einfach nicht aktiv genutzt werden von den Let's Playern. Ja? Man lädt einfach seinen Krempel dort ab und wartet, was passiert. Und dann darf man sich nicht wundern, wenn nichts passiert. Wenn man in diesen Foren nicht aktiv ist, wenn man nicht, noch nicht mal eine richtig ausführliche Vorstellung hinbekommt von einem selber. Wenn man schon die Chance hat, sich zu präsentieren, sich vorzustellen, und dann kommen da nur drei Sätze. Das kann es nicht sein, das wird auch nichts. Ja. Und das ist aber mit einer der Gründe, warum das alles bisher nicht funktioniert hat. Denn wer Informationen über Let's Player sucht, der kriegt tausendmal dieselben drei Sätze. Das ist alles ein Einheitsbrei. Wer da vielleicht mal was anderes sehen will, ich habe mir bei meinen Profilvorstellungen bei Faction One und bei Sovi mal richtig ein bisschen Arbeit gemacht und das ist auch richtig was geworden. Das ist eine richtig ausführliche Vorstellung mit allem drum und dran. Ja, also wer nicht mindestens sowas hinkriegt, weiß ich nicht. Ja, also, zweite Komponente, Let's Player. Da muss auch was passieren, die müssen auch was tun. Ne? Wenn die sich schon vermarkten wollen, wenn die schon promotet werden wollen, wenn die Aufmerksamkeit erfahren wollen, dann müssen sie auch was dafür tun. Ganz klar. Der dritte wichtige Grund, warum das alles bisher nicht funktioniert hat und nicht funktionieren wird, ist für mich die fehlende Verbindung zwischen den Zuschauern und den Let's Playern. Natürlich hat jeder Zuschauer Verbindung zu seinem Let's Player, weil er ihm auf YouTube Kommentare schreibt, weil er ihm auf Facebook folgt, was weiß ich. Und auch jeder Let's Player hat Kontakt zu seinen Zuschauern. Aber eben nur zu seinen Zuschauern oder zu seinem Let's Playern. Ja, es fehlt so die Verbindung ja zu neuen Let's Playern, zu neuen Zuschauern. Darum geht's. Und da gibt es nichts bisher. Ja, man kann zwar selber als Let's Player andere Let's Player empfehlen. Man kann sie pushen natürlich. Das Wort mag ich ehrlich gesagt nicht so. Aber so wird es halt meistens genannt. Aber auf Dauer bringt das halt eben noch nichts. Selbst wenn ich also jetzt zum Beispiel einen guten Let's Player entdecke und den empfehle, ausdrücklich bei mir und auf meinem Kanal, heißt das noch lange nicht, dass er dadurch wirklich weiterkommt. Ja? Und das sei auch allen kleinen Let's Playern gesagt, die von einem Push träumen durch einen großen YouTuber. Das ist keineswegs das Allheilmittel. Ja, denn gerade große Let's Player müssen mit diesen Empfehlungen, mit ihren Pushes, wirklich vorsichtig sein, weil ihr eigenes Ansehen dabei ja auch immer mit auf dem Spiel steht. Na, wenn die jetzt 10-mal Let's Player empfehlen, die ihrem Publikum nicht gefallen, dann rennen ihnen selber die Leute weg. Und sie selber müssen die Kritik dafür einstecken und die nächste Empfehlung, die sie aussprechen, die dann vielleicht wirklich tatsächlich ein sehr guter Let's Player ist. Die wird einfach missachtet, weil die 10 Vorschläge davor einfach mal Müll waren. Ja, das vielleicht
aus der Sicht von größeren, bekannteren Let's Playern zum Thema Empfehlungen, zum Thema Pushes. Ja. Diese Verbindung könnte natürlich hergestellt werden durch YouTube-Kanäle mit speziellen Let's Player-Shows, wo Let's Plays vorgestellt werden, wo Let's Player vorgestellt werden. Ja. Diese Let's Play-Shows könnten zum Beispiel ohne Probleme von den großen Let's Playern empfohlen werden. Sie bieten den Zuschauern was und können eben wirklich was für Let's Player dann tun. Es gibt eine Reihe von Kanälen, die Let's Player empfehlen, Let's Player vorstellen, Let's Plays vorstellen, aber die erreichen alle nicht die große Masse an Zuschauern, die wirklich an Let's Plays interessiert ist. Wenn man sich darüber Gedanken macht, wieso das Ganze nicht funktioniert, kommt man natürlich automatisch auf Wege, auf Ideen, wie es funktionieren könnte. Und das will ich hier mal kurz zusammenfassen. Ich habe eh schon viel zu lange gefaselt. Erster Punkt sind natürlich die Zuschauer. Ein Let's Play-Portal muss den Zuschauern eine bessere Startseite bieten als YouTube. Einen echten Vorteil bieten. Nämlich zum Beispiel, dass man eben Let's Plays abonniert und nicht Let's Player. Ja, von einem Let's Player interessiert mich vielleicht nur ein Projekt und nicht die fünf anderen, die er gerade bearbeitet oder in der Mache hat. Ja, ich muss die einzelnen Folgen direkt auf der Seite betrachten können, mir anschauen können, dort Abos, Kommentare, Bewertungen abgeben können und das Ganze muss automatisch durchgereicht werden können an YouTube. Ja, und die Startseite, die kann mich dann nämlich auch auf andere Let's Plays aufmerksam machen, die mich interessieren können. Die kann zum Beispiel die Let's Play-Shows featuren und sie muss mir eben die Möglichkeit bieten, ganz bequem nach Let's Plays über das Spiel zu suchen, nicht nur über den Let's Player. Der zweite Punkt, bei dem sich was tun muss, sind natürlich wir selber, die Let's Player. Ja? Wir müssen dieses Portal natürlich auch wirklich nutzen und zwar ganz gezielt als Plattform für unsere Promotion. Ich sollte eine Profilseite haben, ähnlich wie mein YouTube-Kanal, aber besser. Wir alle erinnern uns noch, wie das vor dem neuen Layout war, Cosmic Panda, na, was man da alles Tolles auf seiner Kanalseite machen konnte. Ein Portal kann mir diese Möglichkeit wieder bieten, kann mir eine Profilseite bieten, die ich selber gestalten kann, auf der ich Sachen machen kann, die auf YouTube einfach nicht gehen, die aber unheimlich sinnvoll sind für mich als Let's Player. Zum Beispiel eben alte, neue Projekte vorstellen. Und das sollte natürlich auch im Forum passieren. Da muss richtig was los sein. Das ist nämlich die Bühne, auf der ich Werbung für mich mache, auf der ich meine Projekte vorstelle, mit Texten, mit Screenshots, vielleicht sogar mit Trailern, als Material für die Let's Play-Shows dann. Die brauchen dann nämlich einfach nur durchs Forum durchzugehen, zu gucken, okay, was ist jetzt hier letzte Woche neu gewesen, picken sich ihre Sachen raus, machen daraus ihre Show, erreichen auf YouTube 10.000 Zuschauer, wenn sie das gut machen. Ja, und damit ist dann schon die halbe Arbeit getan. Für mich als Let's Player ist es ein großer Vorteil, wenn ich meine gesamte Promotion nur über eine Plattform machen muss und nicht hier einen Forenbeitrag schreiben muss, da einen Forenbeitrag schreiben muss, den Let's Player anschreiben muss oder den Kanal anschreiben muss, um meine Sachen da unterzubringen. Ja. Was natürlich auch automatisch damit dranhängt, ist die zentralere Kommunikation mit Zuschauern. Ich meine, klar, fast jeder Let's Player, außer mir, hat eine Facebook-Seite, ist bei Twitter und sonst wo aktiv und muss überall dort nachgucken und hinter seine Zuschauer Fragen beantworten, mit seinen Zuschauern kommunizieren. Da kann so ein Portal natürlich diese Kommunikation wesentlich zusammenfassen. Ich habe da nur noch eine bis zwei Plattformen, eben das Portal und YouTube, statt diverser Social Networks, um die ich mich dann noch kümmern muss. Ja. Und, ich hatte es schon angesprochen, für die Let's Play-Shows ist das Forum natürlich eine zentrale Informationsquelle. Da holen die sich ihr Material her, gucken sich die Sachen aus, die sie vorstellen wollen, stellen das zusammen und bringen es dann eben auf YouTube. Das hat eben dann auch den Vorteil, wenn ich mich dort in diesem Portal, in diesem Forum engagiere, dann bringt das auch was. Anders als an allen anderen Stellen bisher. Der dritte Punkt, ich hatte es ja schon mehrfach angesprochen, die Let's Play-Shows. Das sind YouTube-Kanäle, die mit dem Material aus dem Forum und aus dem Portal Let's Plays und Let's Player vorstellen. Zum Beispiel Van Bergens One-Hit-Show. Ich
pack euch da mal einen Link in die Beschreibung zu einer Show. Die hat er leider vor einem Jahr eingestellt, läuft nicht weiter. Aber so stelle ich mir das vor. Ja, so kann man auf YouTube natürlich auch ein Publikum erreichen. Einmal die Woche 15 Minuten, da kann man 5, 6, 8 Let's Plays vorstellen. Bisschen Humor noch zwischendurch, bisschen Comedy, bisschen Musik dabei. Fertig. Ja. Man kann es natürlich auch so machen wie The Player News, Motoko's World, Let's Talk es momentan machen, dass man rein die Let's Plays und Let's Player vorstellt, die Kanäle vorstellt, so wie man es eben gerade auf YouTube hat. Das Portal bietet einem da allerdings oder würde einem dort noch wesentlich mehr Möglichkeiten bieten. Ne? Und diese Let's Play-Shows, die bieten eben Information und Unterhaltung. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Für die Zuschauer. Darum geht's ja. Die müssen erreicht werden, die müssen aufmerksam gemacht werden. Ja? Und die machen eben Werbung für das Portal und für die Let's Plays. Ein großer Teil der Unterstützung muss natürlich auch durch die Let's Player kommen und gerade natürlich die größeren Let's Player wären hier gefordert, indem sie eben einfach auf das Portal oder auf die Shows aufmerksam machen, ne, und sagen, hier, guck dahin, da findet ihr neue interessante Informationen und Let's Plays. Die ganzen Anfragen von kleinen Let's Playern an große Let's Player, hey, kannst du mal meinen Kanal vorstellen? All das kann dahin verwiesen werden. Ja, und so können eben auch große Let's Player dann bedenkenlos, ohne Sorge um den eigenen Ruf, eine Let's Play-Show oder eben dieses Portal informieren. Einmal für ihre Zuschauer, damit sie Let's Plays zu spielen finden, die eben gerade dieser Let's Player gerade nicht machen will. Kommt ja auch immer mal vor. Ja, und eben die ganzen Anfragen kleinerer Let's Player und Kanäle, alles auf das Portal lenken. Und so wird eben das Portal bekannt, profitiert von den Let's Playern, die dort ihr Material abstellen, die engagierten Let's Player, die aktiven Let's Player dort, die werden dann eben auch in den Shows vorgestellt und erreichen dann auf YouTube hoffentlich ihre Zuschauer. Ja, das waren so in Kürze zusammengefasst und doch viel zu lang für ein normales YouTube-Video. Meine Gedanken zu dem Thema, das, was so in den letzten 2-3 Wochen da mir durch den Kopf gegangen ist, einfach mal zusammenkondensiert und ein bisschen dargestellt hier. Wie geht es weiter? Das hängt ganz klar von euch ab. Diskutiert in den Kommentaren, macht euch eure Gedanken, macht Videoantworten und vor allen Dingen macht andere auf dieses Video aufmerksam. Das ist das erste Mal, dass ich das auf meinem Kanal mache, dass ich meine Zuschauer bitte, andere auf ein Video von mir aufmerksam zu machen. Und es wird auch das erste Mal sein, in den knapp 2 Jahren, die ich Let's Player bin, dass ich ein Video an mehrere andere YouTuber verschicke. Let's Player natürlich, in diesem Fall. Weil ich das Thema einfach wichtig finde und ja, bevor jetzt jeder von euch einzeln loszieht, um was umzusetzen, schließt euch zusammen, unterstützt euch gegenseitig und nutzt Vorhandenes, wenn es schon da ist. Es muss ja nicht jeder das Rad neu erfinden und Projektleichen gibt es schließlich schon genug.